Herzlich willkommen zu diesem Weihnachtsvideo, ne? Zuallererst mal ein gesegnetes Fest an euch. Ich weiß noch nicht, ob es das letzte Video, hallo Phil, das letzte Video in diesem Jahr sein wird. Wenn nicht, sicherheitshalber schon mal einen guten Rutsch, ne? Ins nächste Jahr. Ich bedanke mich an dieser Stelle schon mal für dieses, ja, noch aktuelle Jahr an alle, die zugeschaut haben, die den Kanal vielleicht neu entdeckt haben, alle treuen neuen Abonnenten und auch natürlich an die treuen alten Abonnenten, ne, die schon lange dabei sind. Ja, hier hat sich bis jetzt natürlich noch nichts verändert. Nö. Natürlich nicht. Aber es sind schon sehr viele Teile eingetroffen, die ich bestellt habe. Ich habe da ja so eine Riesenbestellung gemacht. Der Anblick hat mich schon überfordert. Erstmal hallo Phil. Hallo Phil. Das darf man zeigen, ne? Ja, das ist ein Motor. Ah, okay. Das ist auch krank. Ja. Hallo. So, komm mal hier. Limbo. Oh ja. Oh, ja. Ja, also ist denn schon Weihnachten? Also für mich ist es eine frühe Bescherung, ne? Ich hoffe, ihr werdet heute an diesem schönen Sonntag auch reich beschenkt. Aber meine Bescherung kam ein bisschen früher. Ich habe das schon mal ein bisschen vorsortiert. Es ist tatsächlich, also alle Nicht-Mustang-Sachen habe ich schon raussortiert. Das ist alles für den Mustang. Und wieder erwarten kam die Tür, die ja aus Belgien kam, als erstes die Tür. Stimmt. Gut, der Versand hat auch 180 Euro gekostet. Alter. Hier auf Palette einfach. Mhm. Und die Tür ist hier so quer drin. Ich habe da schon einmal so reingeguckt. Ah ja. Siehst du das? Mhm. Geil, ne? Das ist das einzige Paket, was wirklich von Ford kam. Hier, Ford-Werke. Oh ja. Habt ihr auch so Probleme mit DHL Express? Da habe ich 4 Tage hintereinander immer eine SMS sogar bekommen, dass das Paket bis Tagesende zugestellt wird, aber dann irgendwie auch nicht. Und dann hatte ich halt Angst, dass es wieder hier zurück nach Neumünster geht. Mhm. Hab da sogar angerufen. Und jetzt, wirklich am 4. Tag oder 5. Tag kam es. Das ist einfach nur ein Querlenker, den ich bei Autodoc nicht gefunden habe. Mhm. Oh. Die anderen Achsteile kommen alle von Autodoc. Wisst ihr, spart ihr natürlich 5% mit dem eingeblendeten Code. Wie immer, falls ihr noch was zu Weihnachten von Autodoc braucht. Schön. Was ist das? Achsteile. Ah. Ah, eine Koppelstange. Ah, ja. Ja, das sind alles, ich sag mal, relativ unspannende Achsteile. Das haben wir hier. Ja, hier ist das Gegenstück zu dem anderen Querlenker, glaube ich. Mhm. Hier, guck mal. Ah. Oh, der kam auch erstaunlich schnell, ne? Ich glaube, ich im letzten Video bestellt. Ah, ich glaube, das hier, ne? Ah, was ist das hier? Trim Removal Toolset. Viel Spaß, das ist nicht spannend. Das hier ist spannend. Haha. Eieiei. Hier kannst du Dellen rausziehen. Muss mal testen. Das testen wir im Verlauf der Videoreihe, würde ich sagen. Mhm. Hier, guck mal, kannst du dann ankleben mit einer Heißklebepistole. Dann so, ne? Und hier ist der Kniescheibenhammer. Ja. Bing, 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 bing. Lass mich mein Cuttermesser zücken. Ja, guck mal rein hier. Aha! Ein Kühler. Ja. Voll Alu? Nein. Ja, weil der war zwar dicht, also es war ja nur dieser Kühlerschlauch am Motor undicht, aber dennoch hatte der so ein paar Dellen und so. Deswegen dachte ich so für 180 Euro oder so, was der kostet. Hm. Machst du den mal neu? Hier, das weiß ich jetzt gar nicht, muss ich sagen. Den Kakete aufmachen ist ja gut. Ah! Ne? Scheinwerfer. Oh, ja. Geil, sind das denn die richtigen? Ja, das weiß ich eben nicht. Ich hoffe es, Schlange, ich hoffe es. Die haben die anderen ja gar nicht gesehen, die da dran waren. Ja, die kamen gar nicht mit. Nee, stimmt. Ich glaube, selbst zerstört nicht. Ja. Und ich hoffe, das sind auch die mit Tagfahrlicht. Mhm. Da hängt noch fest. Na, sind die das? Ich weiß nicht, ob das mit Tagfahrlicht ist. Ich hoffe es. Ja, ne? Weil das macht das Auto ja auch so ein bisschen aus, dass diese 3 Striche halt leuchten, ne? Was haben die überhaupt gekostet? Ich glaube, 500 Euro im Paar. Mhm. Ohne Leuchtmittel und ohne Steuergerät vor allen Dingen. Weil das kommt hier hin, das muss ich dann nochmal extra kaufen. Ja. Okay, ist eine E-Nummer drauf. Von daher sind die auch zugelassen, aber es sind natürlich keine originalen Ford-Scheinwerfer, ne? Mhm. Hier, das ist ganz spannend. Hier seht ihr schon, das ist so ein Schweiß. Hier habe ich mir einfach mal eine Flex gekauft. Jo. Warum nicht? War im Angebot. Das ist so ein Schweißrolltisch. Mhm. Da kommt aber kein konventionelles Schweißgerät rauf, sondern das sind halt die Sachen, wo ich im letzten Video meinte, das ist jetzt nicht, also es ist schon für diese Aktion Mustang, aber es ist halt ein Werkzeug, was ich bestimmt auch irgendwann nochmal wieder verwenden kann. Ja. Das ist ein sogenannter Spotter. Peter. Spot. Sieht ja auch aus wie ein Schweißgerät. Es ist ja auch, also doof gesagt, ist es ja auch ein Schweißgerät.
Es produziert einen Strom, der in die Karosse geht und Materialien miteinander erhitzt. Ah, okay. So, nur das hier, so und hier, das ist so ein Zughammer. Und da befestigst du vorne diese Dreiecke. Mhm. Und das verschweißt sich dann mit der Karosserie. Ah. Ist dann nicht komplett fest, aber so, dass du halt ein bisschen Zug ausüben kannst. Und wenn du es dann wieder drehst, dann geht es wieder ab. Ne? Mhm. Weil es halt nur eine relativ simple, schnelle Verbindung ist. Ja. Das ist nicht so spannend, das sind einfach nur Eibach Fahrwerksfedern. Vorne, hinten, weil vorne muss ich sie eh neu machen. Und dann dachte ich gleich, ein bisschen tiefer wenigstens, weil die sich auch vom Preis nichts genommen haben zu den Originalen oder zu den Zuliefererfedern. Mhm. Also ich finde, passender als an Weihnachten, also an Heiligabend, kann man das Video nicht drehen. Nee. Es ist auch ja, so ein... das ist zum Scheibe ausbauen. Mhm. Das wird auch nochmal ein sehr spannender Part. Ach ja, die Heckscheibe muss ja raus. Ja. Gott, oh Gott. Ah, Steuergeräte. Oh. Sehr gut verpackt. Das kommt in den Scheinwerfer rein, ne? Waren auch nochmal 200 Euro. Naja. Naja. Das ist dieses bekannte Kleinvieh. Ja, was... Denkst du ja nicht. Nee, als ich das Auto gesehen habe bei Kleinanzeigen, ich so, ja, Scheinwerfer brauchst du ja, geguckt. Denkst du natürlich, ist alles dabei bei so einem Scheinwerfer, wenn du den aus dem Zubehör kaufst. Mhm. Aber es ist kein Steuergerät dabei, keine Leuchtmittel. Ja, da muss ich gleich wieder mit den Rechnungen aufpassen, dass die mir nicht abhanden kommen. Passiert mir nämlich ganz gerne. Mhm. Aha. Das ist auch für den Spotter. Ja. Dann kannst du quasi so eine Reihe an Ösen machen und da dran dann ziehen. Mit so einer Stange durch, weißt du? So, Axtteile zu Axtteile. Steuergeräte zu Scheinwerfer. Zu Steuer? Gib mal her. Spotter zu Spotter-Zubehör. Ich denke, es wird kein Strandkorb sein. Nee, es muss nicht sein. Das ist eine Türverkleidung. Ah. Kann man erkennen, oder? Ja. Achtung. Uiuiui, schöne Holzkiste. Guck mal, schön, oder? Hey, was sagen Sie zur Tür? Ey, wirklich, ich finde die Holzkiste fast cooler, aber die Tür ist mega schwarz. Ja, da stimme ich Ihnen zu, da stimme ich Ihnen zu. Ja. Auf jeden Fall. Die Holzkiste, die behalten wir. Ja. Ja. Chromleiste? Ist das... Nee, ist schwarz. Ah. Mhm. Mhm. Das egal. Heißt? Foliere ich. Eine Tür halt, aber eine teure Tür. Ja? Was kostet das? Sag ich nicht. Kosti? Sag ich nicht. Teurer als C63 wollen wir wissen. Ja. Ja? Oh, nee, als hallo. So teuer. Oh, was? Hast du dafür gelöhnt? Mit Versand? 1200. Oh, ah, das tat weh gerade. Oh, ich muss mich festhalten an der Kiste. Was tust du? Ob da Scharniere drin sind? Oh, war ja geschlossen. Ah. Es sind Scharniere im Haus. Dann geht's jetzt ans Arbeiten. Was ja. Ist Eibach? Wir haben jetzt 20 Minuten ausgepackt. Das ist nur meine Meinung. Boah, okay. Entschuldigung. Das klingt nach einem defekten Injektor. Okay, bis gleich. Apropos defekten Injektor. Schaut mal bei Phil vorbei. Oh. Oh, glatt. Habe ich jetzt mich doch nicht an den Spotter da, an die Karosserie am Ziehen versucht, sondern... Digga. Ja, man macht das mit... Ich hab gezogen.
Man macht das mit dem Zug aber ja, so. Mann, ich wollte, dass du bildlich da bist. Ja, ich weiß so. Was ich... Auf jeden Fall doch eher jetzt erstmal die Technik. Ich wollte doch ein paar Schrottteile ein bisschen weiter auseinanderbauen. Ich werde gleich auch noch den Kühler auseinanderbauen. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt gleich noch sehen werdet. Ich habe das Federbein einmal hier rausgenommen. Guckt ihr mal an, was das für eine Banane geworden ist. Ich hätte echt nicht gedacht, dass es... Ich hätte nicht gedacht, dass es noch schlimmer geht als beim CLS. Aber das ist echt... Das ist schon doll. Aber was auch wiederum gut ist, beim CLS habe ich es auch gesagt, guckt euch mal das Federbein an, was für ein Querschnitt das ist. Das ist hier wieder Polo, würde ich mal sagen. Das ist gut, weil dadurch, dass das nicht so steif ist, wurde nicht so viel Kraft in die Karosserie übermittelt. Nee, genau. Das, deswegen ist der Dom halt noch heil und die Schweißpunkte nicht gerissen. Akschenkel habe ich jetzt kurzerhand einmal mit einem Gurt da festgemacht, damit das nicht hier an den Bremsleitungen zieht. Doppelstange ist ja hier auch abgerissen. Ja. Aber gut, das kommt alles neu. Alle Achsteile habt ihr am Anfang vom Video gesehen. Die kommen alle neu. Gleiches mache ich jetzt auf der anderen Seite auch. Ich würde auch sagen, dass man erstmal das Auto so fahrfertig, also rollfertig wie möglich macht, dass die Achse gerade ist, dass Kühler und Klimakondensator gemacht ist, dass vorne alles von der Struktur gut ist. Und dann gehen wir an das Seitenteil. Ja. Klar, ein bisschen versuche ich mich auch vom Seitenteil zu drücken. Gut, es ist auch noch nicht da. Das ist immer noch meine Ausrede, das nicht anzufangen. Aber das Seitenteil wird die Hauptaufgabe werden. Ne? Ja, finanziell sind wir jetzt eigentlich nicht großartig weiter. Ich musste noch eine kleine Bestellung machen, weil bei den Scheinwerfern die Steuergeräte nicht gepasst haben. Und ich musste jetzt nochmal Steuergeräte kaufen für die Xenon-Brenner. Ach, haben die nicht gepasst? Inklusive so einem Kabelsalatsatz. Mhm. Ein bisschen ärgerlich, wieder 400 Euro. Ja, ich verstehe es selber nicht. Das sind so billig Zubehörscheinwerfer. Original kosten die noch viel mehr. Und die meisten Teile, Verwerter, schrauben auch immer die Steuergeräte raus. Das heißt, die musst du dann eh wieder neu kaufen. Und da hat mich der Verkäufer auch noch ein bisschen, nicht nur mit dem Preis hat er mich gehabt, sondern auch mit den Scheinwerfern, weil die hat er nämlich nicht in den Kofferraum geschmissen. Ne? Normalerweise würde man denken, dass man das komplette Unfallauto so wie von der Unfallstelle bekommt. Und da sind natürlich auch die Scheinwerfer und das Steuergerät dabei. Ne? Aber ich glaube, die hat da, ne, der kleine Fuchs, hat er nochmal auf Kleinanzeigen vertickert. Mhm. Also schon die ersten Sachen, wie sowas hier, habe ich mal ein bisschen zurückgebogen, dass das wieder ein bisschen vernünftiger aussieht. Das Ganze kriegt natürlich hier auch dann nochmal Lack später beim Lackierer, das ist klar, weil hier hat man so ein paar Stellen, die so ein bisschen lackfrei sind. Das gleiche habe ich hier auch gemacht. Hier ist die Aufnahme für den Scheinwerfer. Ja, Stück für Stück, ne? Das Projekt, das, ja, ich weiß gar nicht, wie ich die ganzen Videos immer nennen soll. Das ist jetzt das große Weihnachts-Unboxing. Ja, genau. Keine Ahnung. Es geht Stück für Stück weiter. Irgendwie kriegen wir das Ding wieder auf die Straße. Wenn euch das gefällt, lasst ganz gerne ein Like da. Und wir haben die 200.000 Abonnenten gesprengt. Geil, endlich. Alter, sogar, ja, ziemlich genau an Heiligabend. Ja, stimmt. Das freut mich. Bin mega happy, seit 4 Jahren, dass wir so groß geworden sind, ne? So eine riesen Community. Hätte ich am Anfang niemals gedacht, dass ich irgendwann mal 200.000 Abonnenten erreichen werde. Und ist ein großer Meilenstein für mich auf jeden Fall und für uns alle, würde ich sagen. Von daher seid gespannt, was noch so alles kommt. Und wenn euch das gefällt, dann abonniert gerne den Kanal. Ne? Nee, wirklich. Ich bin super happy damit. Und das große 200.000 Abonnenten Special, da überlege ich mir was. Da kommt auf jeden Fall was. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch... nicht nur einen schönen Sonntag, sondern auch schönen Heiligabend, schönes Weihnachtsfest. Genießt die Zeit mit eurer Familie und dann auch einen schönen Rutsch ins neue Jahr. Vielleicht kommt noch ein Video dazwischen, zwischen den Tagen. Ich weiß es noch nicht. Ich weiß nicht, wie motiviert ich bin. Ich will jetzt auch ein bisschen Zeit mit Freundin, Familie, den Liebsten. Ja. Ne? Zwischen den Tagen machen wir nochmal was, ne? Ja, gucken wir. Ja, aber schon. Ja, für mich ist das immer so Abschluss des Jahres und dann, ich bin dann auch nicht mehr so motiviert, muss ich sagen. Ne? Ja, ja. Deswegen das Video hier ist mir auch ein bisschen zu kurz geraten, aber ich musste ja auch auf die Teile warten, von daher. Und denen auch noch nicht alle da sind. Ne? Also die ganze Front fehlt noch, das Seitenteil fehlt noch und 1-2 Kleinteile. Ja. Und dann packen wir richtig an im nächsten Jahr, ne? Oh ja. So, gut. Genug gefaselt, genug geblubbert. Ich wünsche euch was. Viel Glück und Erfolg fürs nächste Jahr. Ciao.